Ja, der Stellenwert des 43. BMW Berlin-Marathon, ich glaube, der Stellenwert ist hoch. Auf der einen Seite natürlich, was das Wichtigste für uns darstellt, der sportliche Aspekt, sowohl im internationalen als auch im nationalen Bereich, in der Spitze, aber auch im Breitensport. Was wir aber auch gesehen haben, dass wir eigentlich im Bereich der Ausdauersportveranstaltungen viel, viel mehr machen. Ob das die Messe ist, ob das eigentlich die Community ist, die sich weltweit hier in Berlin trifft. Wir haben in diesem Jahr 122 Nationen. Das muss man sich mal vergleichen. Das ist jetzt, da sind auch die kleinen Länder dabei, die man sonst nicht auf der Landkarte hat, aber laufen oder gelaufen wird überall auf der Welt. Die Läufer kommen von überall her aus der Welt. Der Marathon wird auch natürlich übertragen in alle Welt. Ja, wir haben mittlerweile 140 Länder, in denen der Berlin-Marathon übertragen wird. Das bedeutet, die Werbung, die wir im Ausland machen, beginnt natürlich auch, indem man Bilder von Berlin zeigt. Und indem wir Bilder von Berlin zeigen, zeigen wir nicht nur unsere Veranstaltung, sondern auch unsere Stadt. Und das ist natürlich auch für den Tourismus, da sollte man mehr im Blick eigentlich auch haben, wie viel diese Bilder eigentlich auch in Wertigkeit haben, dass es hier eine Sportstadt ist, eine Sportmetropole ist. Und mit 140 Ländern, glaube ich, geben wir dafür die Sportmetropole Berlin ein sehr gutes Bild ab.